Willkommen zu meiner täglichen Andacht. Ich freue mich, dass du dabei bist. Lass uns gemeinsam über Gottes Worte nachdenken und beten. Meine Andacht vom 12. Februar. Gott sagt Ja zu dir. Der Bibelvers für heute steht in 4. Mose 6, Verse 24 bis 26. Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Wir sollten andere durch unsere Worte ermutigen und den Segen aus 4. Mose 6, Verse 24 bis 26, wieder zum Leben erwecken. Der Herr segne euch und beschütze euch. Der Herr blicke euch freundlich an und schenke euch seine Liebe. Der Herr wende euch sein Angesicht zu und gebe euch Glück und Frieden. Anders ausgedrückt, Gott freut sich über dich. Denk einmal darüber nach. Jedes Mal, wenn du jemanden anlächelst, vermittelst du dadurch, ich sage Ja zu dir. Ich akzeptiere dich. Du bist in Ordnung. Gott sagt nicht nur Ja zu dir, sondern er lächelt dir auch zu. Er liebt dich. Das muss so tief in deinem Herzen verwurzelt sein, dass nichts und niemand es dir je wieder nehmen kann. Wenn du dir der Liebe Gottes wirklich bewusst bist, wird dich das befähigen, im Glauben aufzustehen und Gott gehorsam zu sein. Aber du darfst ihn nicht überholen und versuchen, aus eigener Kraft gute Werke zu tun. Setz dich mit der Bibel auseinander, damit du weißt, wer du in Christus bist. In Psalm 18, Vers 20 schreibt David: Er hatte an mir gefallen. David war nicht vollkommen, aber er wusste, dass Gott sich über ihn freute. Gott hat auch an dir gefallen. Verinnerliche diese Wahrheit. Er lächelt dir zu und liebt dich sehr. Gott sagt Ja zu dir. Ich lade dich ein, folgendes Gebet mit mir zu sprechen. Danke, Vater, dass du mich liebst und Ja zu mir sagst. Danke, dass du mir zulächelst. Deine Liebe hat mein Leben verändert. Und ich weiß, dass sie das auch weiterhin tun wird, während ich im Glauben wachse. Amen. Danke, dass du dabei warst. Vergiss nicht, dass Gott immer bei dir ist und dich durch den Tag leitet. Wenn du gerne mehr Tipps für deinen Alltag mit Gott bekommen möchtest, dann bestell dir doch kostenlos mein Magazin unter joyce-meyer.de/magazin. Hab einen gesegneten Tag.